Was ist aus echten Gesprächen geworden? Ich frage mich das wirklich. Früher, da war es normal, dass man sich zusammensetzt, vielleicht ein Bier aufmacht und dann einfach redet. Unterschiedliche Meinungen waren kein Problem. Man war neugierig, man wollte wissen, was der andere zu sagen hatte. Es ging nicht darum, den anderen zu überreden oder klein zu machen. Es war einfach selbstverständlich, dass man klüger aus dem Gespräch rausgeht. Man ging immer gescheiter aus einem Gespräch hervor, wenn man einfach nur mal zuhört und dem anderen seine Meinung lässt. Aber heute? Heute scheinen diese echten Gespräche fast komplett verschwunden zu sein. Ich beobachte, wie schnell wir in den Verteidigungsmodus schalten, sobald jemand eine andere Meinung hat. Wir reagieren gereizt, fühlen uns angegriffen. Anstatt neugierig zuzuhören, was der andere zu sagen hat, bereiten wir unsere Gegenargumente vor und kämpfen. Es sind keine Gespräche mehr, es sind Schlachten. Und das macht mich nachdenklich. Warum sind wir heute so verkrampft, so festgefahren? Wieso sehen wir unterschiedliche Meinungen als Bedrohung an, anstatt sie als Chance zu begreifen? Früher war das anders. Man hatte keinen Drang, den anderen sofort zu überzeugen. Man wusste, dass man etwas lernen kann, wenn man einfach mal zuhört. Und genau das ist verloren gegangen. Was mir auch auffällt, wir bewegen uns immer mehr in unseren eigenen Meinungsblasen. Wir umgeben uns nur noch mit Menschen, die genau das denken, was wir denken. So fühlen wir uns sicher, bestärkt. Aber weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet Stillstand. Wir hören nichts Neues, werden nicht herausgefordert und wir verlernen, mit anderen Ansichten umzugehen. Je mehr wir in diesen Blasen leben, desto unsicherer werden wir, wenn uns jemand mit einer anderen Meinung konfrontiert. Und das führt oft zu Aggressionen, Abwehr, Konfrontation. Aber genau das ist doch das Problem, oder? Wenn wir nur noch das hören, was wir hören wollen, entwickeln wir uns nicht weiter. Wir bleiben stehen. Und wenn uns mal eine fremde Meinung begegnet, fühlt sich das an wie ein Angriff. Aber das ist es nicht. Es ist eine Gelegenheit, zu lernen, zu wachsen. Deshalb sage ich, lasst uns zurückfinden zu echten Gesprächen. Gesprächen, bei denen wir zuhören, ohne gleich anzugreifen. Wo wir wirklich versuchen zu verstehen, anstatt nur zu widersprechen. Wir müssen wieder neugierig werden, statt uns sofort zu verteidigen. Warum denkt der andere so? Welche Erfahrungen hat ihn zu dieser Meinung gebracht? Unterschiedliche Meinungen sind keine Bedrohung, sie sind eine Bereicherung. Stell dir vor, jeder würde genau dasselbe denken. Wie langweilig wäre das? Es sind gerade die Unterschiede, die uns weiterbringen. Es sind die Diskussionen, die uns neue Perspektiven eröffnen. Aber das geht nur, wenn wir lernen, wieder offen zu sein. Vielleicht sollten wir einfach wieder mehr Zeit für echte Gespräche haben. Setz dich hin, nimm dir ein Bier, hör zu. Lass die Verteidigungshaltung mal weg. Es ist nicht schlimm, wenn jemand anders denkt. Es ist eine Chance, mehr zu lernen. Am Ende wirst du immer klüger rausgehen, nie dümmer. Also lass uns aufhören, nur zu kämpfen. Lass uns wieder anfangen, miteinander zu reden. Echte Gespräche, die bringen uns weiter. Wer sich auf die Meinungen anderer einlässt, wird immer etwas mitnehmen. Und das ist doch das, was zählt.